Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge von Eastward. Ja, mit dieser guten Laune, so hören sich Leute an, die gerade frisch verbannt wurden. Wir befinden uns nämlich in dem großen, mysteriösen Showroom. Dem Mayor hat offensichtlich nicht gefallen, wie wir uns verhalten haben und wie wir in Podcrock Isle agiert haben. Und er hat uns kurzerhand verbannt an die mysteriöse Oberwelt. Ich bin sehr gespannt, warum dieser Mayor versucht, alle Leute dort unten in der Erde gefangen zu halten, dass auch ja keiner auf die Idee kommt, nach oben zu gehen, weil Little Sammy hat ja gesagt, sie scheint die Oberwelt schon ein bisschen zu kennen. Sie hat vom Blau des Himmels erzählt, vom Grün der Wiesen. Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß, denn wir sollen jetzt Whip Whale Bay erreichen, wenn ich das so ungefähr noch im Kopf habe. Es kann auch sein, dass ich den Namen gerade völlig verquer im Kopf habe. Also, wir werden uns jetzt vielleicht hier einfach mal... Wow, it's amazing! Even I must admit, I never thought the Land of the Dead could be so breathtaking. Wie würdet ihr reagieren? Oh. Next stop, Whip Whale Bay. Whip Whale Bay. Oh, I knew it. I just knew we're finished for sure. Ich bin gespannt, was das für ein Ort ist. Aber es sieht richtig nach Stadt aus. Aber da ist ja richtig ein Wal oben drauf. Okay. Wir haben zumindest jetzt keine Wal. Ja, der war sehr schlecht, ich weiß. Oh, guck mal, das ist ein Elch. Also, es gibt echt Leute an der Oberwelt. Das ist nicht mal ein breites Grinsen. This place is ginormous. It's gotta be the city. John, hurry up. Für ihn ist es das erste Mal, dass er an der Oberwelt ist, ne? Das erste Mal Tageslicht vor allem. Save me. Save me. That noxious breeze. That ghastly sun. I'm going to die. I'm sure of it. Oh, what you even talking about? Look at us. We're just fine. Ich könnte mir vorstellen, dass sie richtig, richtig schnell einen Sonnenbrand kriegen. Überleg mal, du bist das überhaupt nicht gewohnt. Die haben Kilometer tief unter der Erde gelebt. Schon immer. Und dann plötzlich kommst du an die Oberwelt. Das muss krass sein. Das muss einfach krass sein. I don't believe it. I simply don't believe it. Surface is but a wasteland devoid of all life. So, das erste Mal Sonne und er traut sich nicht. I'll not take a single step. No, not until I find someone who actually understands me. Juti! So, mit der Pfanne können wir nichts tun. Dann werden wir jetzt das Land erkunden. Es ist offensichtlich ein alter Bahnhof. Und das sieht hier sehr, sehr groß aus, weil wir sind plötzlich unfassbar klein. Waren wir jemals irgendwie in der Karte schon mal so klein? Ich glaube nicht, ne? Diesen Elch finde ich ja fantastisch. Meinen Sie, das ist ein Klohaus? Warum sind unsere Herzen weiß? Ich weiß es nicht. Okay, es ist jetzt die Frage, wo sollen wir hin? Kann ich irgendwas tun? Hier ist ja quasi nichts. Also weiter nach unten kann ich, glaube ich, nicht. Nee. Haben wir eine Karte? Ja, wir haben eine Karte. Und irgendwo... Ah, pass auf, das ist ein Fahrstuhl. Jetzt schnalle ich das. Das hier ist ein Fahrstuhl. Aber wie aktivieren wir das? Wie aktivieren wir den? Ich weiß es nicht. Weil laut Karte ist das da genau irgendwie ein Fahrstuhl, um nach unten zu kommen. Jetzt ist der Elch weg und Bunny randaliert, weil ich ihm Heu gegeben habe. Ich lieb's. Was ist denn, wenn wir hier jetzt nochmal reinlaufen? Können wir auch nicht. Gut, also er sagt, wir müssen jetzt irgendjemanden... Warte mal, was sagen denn die Quests? Ich bin auch doof. Was gebe ich ihm vorher extra noch essen, ne? Was sagen denn die Quests? Mein Rücken sagt zumindest,
Es tut sehr weh. With Whale Bay doesn't look that dangerous. Let's go check it out. Aber irgendwie, ja, vielleicht können wir hier irgendwo nach links oder rechts noch laufen. Also, wir haben da den unteren Bereich, wo wir hin können. Aber nur den unteren Bereich. Wow, okay, das heißt, ich habe jetzt schon wieder irgendwas übersehen. Das hier, da können wir auch nichts machen. Vielleicht müssen wir da zu diesem Elch gehen. Das ist ja quasi dann so das erste Tier, was sie sehen. Aber wir können auch nicht dahinter, ne? Nein. Guck mal, das ist euer erster Baum. Auch nicht. Können wir hier rein? Auch nicht. Hä? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Gefühlt kann ich nichts tun. Ich kann auch keine Waffe einsetzen, keine Taste benutzen. Von der Seite rein. Oh, okay, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Hier sieht es schon wieder ein bisschen dunkler aus. Tiefer Wald. Mountain Pass. Okay, also wir sehen zumindest, es ist schon ziemlich abgewrackt und runtergekommen. Vielleicht gab es ja irgendwie mal eine Seuche oder sowas. Oder einen Krieg. There's a giant whale at the top of this mountain. Legend has it, it's a monster that consumes memories. Save your memories. Jawohl. So, Game saved. Immer eine sehr gute Option. Vielleicht können wir hier später Feuer machen. Meinst du, wir treffen hier auf Leben? John! Look, there's someone there. Ach! Ach! Ganz entspannt am Wasser. Aber das muss doch von den Eindrücken einfach überfordernd sein, wenn du plötzlich hier jetzt irgendwie Pflanzen, Natur und Tiere siehst und überhaupt alles. Oh, warte mal, da waren Behälter. Warte, 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 warte. Valley. Okay, alles klar. Aber so, versteckt. 50 Salt. How salty? Hier oben war jetzt nichts, oder? Vielleicht war hier noch was. Let's have a look, ladies and gentlemen. Okay, gut, da wollen wir vermutlich später dann hin. Mich interessiert richtig, richtig, was die Geschichte hinter dem Ganzen ist. Und ich muss sagen, dass doch eigentlich dieses Jahr sehr, sehr viel dystopische Spiele irgendwie veröffentlicht wurden. Okay, das ist jetzt die untere Seite. Kommen wir da jetzt aber auch irgendwie hin? Kommen wir da hin zu ihr? Sie schon wieder weg? Ich glaube. Was ist das? Es ist übelst verwinkelt. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. John! Hä? Ah, sag nicht, ihr Hund heißt auch John. You hungry boy? Let's go get you some lunch, huh? Oh Gott, das ist ein Schweinehund, oder? Ist das erste Mal, dass Sie jetzt einen Hund sehen, oder? Who are you? I'm Sam, and this is John. We're from Podcrog Isle. Podcrog Isle? Ah, I see, you're from the outside. I should let the mayor know we have visitors. Oh no, you can't! The mayor's gonna look us up and throw away the key. Oh dear, there's no need to worry. The mayor here is a very kind and welcoming man. My name is Uwe. You should stop by the village. Everyone would be so surprised to see you. Come on, John, let's go, boy. Oh, I was talking to the dog, John. Not you, John. I know you're not a dog. Never mind. I would just stop talking now. I will wait for you two at the wood whale. War ihr peinlich? Ja, so ist das, wenn zwei Johns aufeinandertreffen. Dann hast du Doppel-John. Oh, Ladies and Gentlemen, ich habe schon wieder übel zurück. Beziehungsweise ich habe immer noch Rückenschmerzen, ne? Aber es ist schon ein bisschen am besser werden. Ich muss nur mich mal kurz ein bisschen nach hinten verlagern. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich hoffe, es ist alles laut. Also, man sieht ja hier jetzt auch ein paar zerfallene Läden.
Spannend, richtig, richtig spannend. Oh, der nächste Bett. It's a village. John, look, it's a village. Oh mein Gott, der ist ja geil. You made it. Welcome, both of you. Und Sam ist gleich so begeistert, dass sie komplett wegrennt. Also, wir haben ein Dorf gefunden. Aber guck mal, hier ist tatsächlich sehr viel aus der Vergangenheit irgendwie schon richtig am Verrotten. Hallo? Howdy! This here's Great Burg. Mayor's waiting for ya. He's in front now to the wood whale. Weißt du was? Wenn der jetzt nichts von selber gesagt hätte, hätte ich auch ein Howdy reingeworfen. Oh mein Gott, was ist das? Vogelscheuche? Oh, what a weird face. Hat sie gut imitiert. Also sie erkundet jetzt so ein bisschen. Oh mein Gott, guck mal, das ist eine Ente. Das schwimmt einfach um eine Ente. Play Earthborn. Oh, wie cool. Also hier können wir Earthborn spielen. Das machen wir später. Können wir hier auch irgendwas spielen? Top Prize. Oh mein Gott, wir können Preise einsammeln. Aber ist das das gleiche Spiel? Ah, wir haben keine Münzen. Es sah aus jetzt wie ein zweites Spiel. KK Dogs. Oh mein Gott. Oh, bei dir regnet's durch. Hallo? Captain Bristles. Have a look. All fresh witch straight from the fields. Aus Sachen, die wir nicht kennen, ne? Ich meine, guck mal, so frischen Salat und sowas. Das, sag nicht, was ist das? Ist das Schokolade? Lava Candy? Was ist denn Lava Candy? Okay. Sweeten up your life. Also, wir haben jetzt noch keine Zutaten, um irgendwie Kuchen zu backen. Was sind das? Backpack Expansion? Oh, ich habe ja gesagt, sowas will ich haben. Das investieren wir jetzt mal. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Es tut mir sehr leid, dass ich schon wieder so hibbelig wirke. Also, wir haben jetzt ein Ding mehr und den Rest gucken wir später an. Können wir hier hoch? Nee, was ist das denn? Ah, hier können wir kochen. Ein mobiles Kochgedöns. Muss ich den kochen? Vielleicht. Was wollen wir denn mal kochen? Wir könnten... Was ist denn das? Steam Peppercorn Spice. Steamy Curl of Spice. Also, wir könnten einmal ein Peppercorn. Dann können wir noch Zwiebeln reinpacken. Und... Tja, was könnte man noch packen? Eier und Pilze? I have a little bit Angst, but... Das wird jetzt gekocht. Ich bin nicht die Beste in der Küche. So, ich muss was tun. Und sie wartet, weißt du, und sie guckt sich an. Also, okay, Meinst du, das ist brauchbar? Da ist aber nicht ein Haar gewesen. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht mitgeschnitten, dass ich was tun sollte, weil ich ein bisschen in meinen Rückenschmerz vertieft bin. Veggies Egg Stir Fry. Oh, what the fuck. Also, restore 6 hearts, increases hearts um 3 und increases defense um 1 Minute 30. Mix up the type of veg for a culinary smorgasbord of possibilities. Wir hätten uns bis jetzt auch mal Rezepte so ein bisschen merken müssen, oder? Haben wir... Ach nee, doch. Ich glaube, Rezepte, die wir so gemacht haben, müssten sich ja hier jetzt speichern. Ah, ja, ja, ja. Gut, also. Durch Ausprobieren kriegen wir die verschiedensten Rezepte. Das feiere ich. Aber warum ist da oben eine Ente? Goldwäscher? What's this? Hä? These are mouse fritters. Sure, they look a bit funny, but they're tasty as well. Was ist das? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwas Essbares? Aber es sind keine echten Mäuse, oder? Boah, wie viele Leute hier sind. Und guck mal, die sind alle glücklich. Die sind alle glücklich. Und überlegt mal, wenn ihr Potcrock Isles vielleicht irgendwie noch so ein bisschen im Kopf habt... Die Leute hatten alle sowas Depressives und das erinnert mich so unfassbar an mich selber im Winter. Durch diese viele Dunkelheit, es fehlt einfach wirklich Sonne für gute Laune. Oh mein Gott. Oh, who are you?
Oh, you're those outsiders Ivor was talking about, ain't ya? Okay. Outsiders? Well, let me see, huh? Now you listen up here, boy. You lay so much as a finger on our little Ivor. And I will make sure you don't sit right for weeks, you hear? I wouldn't be making threats if I were you, Miller. You ask me, you're no match for this fella. You wanna say that again, you knuckle-headed buffoon? Come on, give me your best shot. I will show you a real threat. Don't you two worry about Punchy McPuncherson over here. He talks though, but he's a big old softy deep down. He is Juvas brother after all. Aha, das erklärt, warum er hier einen auf großen Backer macht. You think I need you to talk for me? You overgrown lump on a log. I will let this fella prove himself. Come by the Plimpic Ranch later. It's to the east, the valley. Then I will see what you're really made of. Okay, also er will uns testen, wir sollen später zur Ranch kommen, was wir für ein Kerl sind. Also wir so ein bisschen abchecken. Und wer bist du? Helen. Well, aren't you a sight for sore eyes? All that muscle. Oh. If I were 20 years younger, Baseball, then it's here. Oh, it's here. The harvest is coming. What are you going on about, Ma? Oh nein, oh nein, die wohnt noch bei ihrer Mutter. The harvest don't start till the day after tomorrow. Don't you pay her any mind now, you hear? Poor thing's getting on in your years. Can't tell the difference between a goose and a greyhound. Oh nein, aber wir können auch nicht rein, ne? Also die Alte steht auf... Ach, wie geil, wie cool. Oh, was hast du jetzt wieder entdeckt? Is this the wood whale? It's huge, just like a mayor's house. Okay, und da bleibt sie jetzt stehen. Es hätte ja sein können, dass sie noch weiterläuft und sich noch mehr anguckt. Fried Chicken. Ich weiß noch nicht, ob ich den Mayor sympathisch finde. Gucken wir mal. Wes. Der schläft? Ach, geil. Wes. Im Stehen. Mr. Mayor. If it isn't Uva. And looking as gorgeous as ever, I might add. Wes, I wanted to introduce you to someone. This is John, and this young lady here is Sam. John? Didn't I just see John earlier this morning? Where is the little rascal? This is John the human, Wes. Now that you mention it, these two appear to be fresh new faces. Would it be alright if they use that old cabin for a bit? What do you think, boy? Isn't Uva just beautiful? She's the pride and joy of this village, you know. Wes? The gaieties of youth. Oh, sorry about that. The mayor, he can be a bit of a comedian. There's a small cabin just to the east of the valley. You can use it to get some rest. If you need anything at all, please don't hesitate to ask. We're going then? Bye-bye, John. Ach süß, also, wir haben jetzt auch eine Unterkunft. Sie heißen uns alle sehr herzlich willkommen. Und prinzipiell haben wir ja vielleicht jetzt jemanden gefunden, weil Comedian, das war ja schon so ein bisschen der Wortlaut, um hier uns am anderen Typen da jetzt wieder abzuholen. Also, Withway Bay, das haben wir gelesen. Uva said there's an old cabin outside town we can stay in. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht müssten wir outside town, oh mein Gott. Ja, vielleicht gucken wir uns erst in der Stadt noch ein bisschen um und dann gucken wir mal, ob wir... Was mit dem Hund sprechen? Ah, oh, so cute! Ist vielleicht das erste Tier oder so. Können wir eigentlich... hier rein. The Wood Whale.
Ah, ist vielleicht so ein Gemeindehaus. Das kann auch sein. Ja, dann gucken wir uns das Haus so ein bisschen an und wir müssen mal gucken, ob wir hier, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, mit dem wir zusammen ja ausgesperrt wurden. Beziehungsweise, na sag schon, nicht verflucht, nicht ausgesperrt. Wie nennt man denn das? Oh, mir fehlt das Wort jetzt nicht gerade ein. Jetzt gerade nicht ein. Verbannt! So, das war das Wort, mit dem wir zusammen verbannt wurden, der ja keinen Fuß hier raussetzen wollte. Da gucken wir nochmal zurück und hol den her, weil wir sind ja quasi zu dritt. There's a party tomorrow tonight, you know. A real whizbanger. The whole village gets together to celebrate the year's harvest. Oh, Erntedank. Can barely contain your excitement, can you? Neither than Granny. Okay, also die Alten bereiten so ein bisschen was für Erntedankfest vor. You must be the new face everyone's talking about. And what's this? Why if this isn't the cutest little lady I've ever seen? Aww. This soup? A special treat for the god of the mountain. The harvest is the day after tomorrow, you know? Okay, also die Ernte ist der Tag nach morgen. Und wir klauen jetzt das Salz aus der Küche. Ach, wie aselig sind wir. Also hier haben wir ein paar Farbtöpfe zu stehen. Irgendwas wird hier noch geklöppelt. Es hat tatsächlich irgendwie so Gemeindehaus-Flair. Weil hier irgendwie von allem ein bisschen was steht. Vielen Dank für das Salz. So, hier ist ein Vorsprung. Können wir nicht hin? Können wir bei denen da irgendwie runter? Ja, können wir, können wir, können wir. Ingrid. Oh my, it's been years since anyone from the outside visited. Are you two from the other side of the mountain? Jein. Also eher die untere Seite. Und sie sagen nix. Wollen sie dann auch so offensichtlich nicht sagen, weil die hier in dem Dorf können sich das wahrscheinlich auch überhaupt nicht vorstellen, wie das einfach sein kann, dass es da Menschen gibt, die auf ewig unter der Erde leben. Also da prallt jetzt hier wirklich krasse Gegensätze aufeinander. So, wir laufen jetzt bei hier lang, weil laut Karte müssen wir nämlich auch hier lang. Oh. Are you serious? A bar? And you performed there? Get out! Why would I lie? I'm quite the star back there. I will have you know. That's so chic. Hat einen Follower gefunden. John, what does chic mean? Hm. Huh? Who's that over there? Those aren't friends of yours, are they? Oh, that's just Sam and John. Talk about passé. They'd fit right in here. Let's ignore them. Das scheint eine Zicke zu sein, oder? I wanna hear more about the bar. I've heard things, yeah? Like the people that barely wear anything. Okay. Euch geht's gut? To think I'd meet someone up here on the surface. And not only that, she's an angel who actually understands me. Yeah. I'd give anything to see what it's like here. The bright light, the colors. It must be out of this world. Okay. Let's have a look at the card. Also, wir müssen jetzt irgendwie nach unten, aber... Achso, da... Ach, das habe ich jetzt kaum gesehen. Und ich glaube, jetzt... Achso, nee, irgendwie hätten wir jetzt nach rechts auf... Wo kommen wir denn jetzt hier nach rechts? Aber ist da noch ein Tunnel? Da ist doch nichts mehr. Hä? Ah, von wo wir hergekommen sind. Ja, I see, okay, pass auf. Dann müssen wir jetzt hier runter und diesen ganzen langen Weg nochmal zurücklaufen. Ja, ja, ich habe eine Vorstellung davon, wie wir da hinkommen. Also ist es ein wenig lauflastiger. Und ich glaube, dass wir... Ah nee, noch eins höher, glaube ich. Und dann komplett den Weg nach rechts, wenn ich das jetzt richtig auf der Karte gesehen habe. Ja. Okidoki, doki, 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 doki. Aber nicht hier, sondern... Dum, 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 dum.
Ah ja, die Brücke, da standen wir doch sogar schon mal. Habe ich doch gesagt. Nein, jetzt nicht, später. Hunter's Cabin. Oh, toll. Das ist unsere Hütte. Eine ehemalige Jagdhütte. Naja, also, ne, wir wollen ja jetzt niemanden hier jetzt, Wow! Ich meine, die hätten uns ja gar nichts geben müssen. Insofern ist das mega gut. Oh, look, John, look! A bed! Oh, we haven't slept in one of these for a while. Sam gefällt's. Ach, sie ist so süß. And look at this ginormous pot. You will be able to make all kinds of good stuff with this. Ihr gefällt's. Sie ist einfach nur dankbar. Sie ist einfach nur dankbar. John, John, over here. You can see outside. There's trees. So many of them. I wonder if you can see Greenberg from here. Ah, there it is. Ah, das there it is. Ach, schön. Wir haben ein neues Zuhause. Und John kocht. Kocht. Er kocht. Nein, das tut er nicht. Er kocht. Hey, there's Uwe. Kriegen wir Besuch? John, John, look. Uwe's here. Und meine Rückenschmerzen sind auch hier. Oh, er hat eine ganz rote Nase. Hat er schon eine rote Nase gehabt? Ja, wahrscheinlich. Also, das ist unser neues Heim. Ladies and Gentlemen, wie es hier jetzt in der nächsten Folge weitergeht, das werden wir sehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch auch dann wieder da reinklickt. Und auch hier wird fleißig gefressen. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt als nächste Aufgabe bekommen. Ich finde zumindest sehr, sehr schön, wie herzlich wir aufgenommen worden sind in diesem Dorf. Und bin auch gespannt, ob es noch mehr Dörfer oder Völker gibt, ob wir weiter mit diesem Zug fahren und was hier alles noch passiert. Aber das sehen wir erst ab der nächsten Folge. Schaltet euch sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und genießt den Tag.